Howdy, Homo-Groupie-Fans. Es folgt das dritte Adventstürchen. So, howdy ho, ich bin's, euer Ravener Creep, und wir kommen zum dritten Türchen. Und ja, der Adventskalender hat ein Thema. Genauso wie beim letzten Mal, ich habe nur 10% Akku. Wie beim letzten Mal war das ja Harry Potter bedingt, Fanfiction-mäßig, das war das Thema. Diesmal ist das Thema Wünsche und Geschenke. Und allgemein Weihnachten. Ja klar, aber das gehört immer dazu. Ja. Wir spielen heute Werwolf online. Und ich würde in diesem Video auch so ein bisschen über meine Wünsche reden. Also nicht für Corona etc., also meine Wünsche wegen der Regierung und allem, was ich mir für das nächste Jahr erhoffe, was besser wird, was nicht, so wie im ersten Video mit dem Gedicht. Nee, wie ich jetzt so meine Wünsche für diesen einzelnen Monat, also für Weihnachten, für dieses Event, joa, also ich würde mir wünschen, dass jetzt zum Beispiel, wie soll ich das jetzt so sagen? Naja, dass auch viele dieses Format, also den Adventskalender hier mitverfolgen, allem. Und ich, dass ich mindestens jetzt noch 50 Abonnenten dazu bekomme, etc. Dass ich auch das Abo-Special Ende des Jahres für meine 1000 Abonnenten und allgemein mein heute bin ich echt platt. Mein Dings Special, also Neujahr Special mit meinem Abo Special kombiniere. Es wird auf jeden Fall schaurig, es wird auf jeden Fall eine Creepypasta sein. Interaktiv, die wird auf jeden Fall interaktiv. Eine interaktive Creepypasta wird es sein. Ich arbeite schon die ganze Zeit daran, sie ist ja auch fast fertig. Das ist so mein größter Wunsch eigentlich, dass ich das noch in diesem Jahr schaffe. Und ja. Und allgemein, dass sich viele wirklich an den Videos, die jetzt auch für das Adventskalender kommen, auch erfreuen. Und dass vielleicht noch ein paar YouTuber mitwirken bei uns. Das wäre auch ziemlich nice. Und da freue ich mich auch schon mega. Vielleicht so 1, 2 bis 3 YouTuber, die vielleicht irgendwas einsprechen oder keine Ahnung. Und für nächstes Jahr, dass ich, also zumindest auf YouTube, dass ich hier auch mit meinen Projekten weiterkomme, sprich mit Jill, also mit der einen Creepypasta-Reihe, dann noch mit Ich mag keine geraden Zahlen, mit meiner Draco Malfoy Fanfiction, die seit fast einem Jahr pausiert wurde, weil ich da einfach eine Schreibblockade und alles hatte. Joa. Das erhoffe ich mir eigentlich so. Und ja, hier jetzt auch so die Runde, so, ne? Puh. Das war ja mega easy. Einige Dorfbewohner tot, alles, aber hehlt keinen, ne? Also juckt keinen. Alle Werwölfe in den ersten 2 Nächten tot. Das Video wird hier wahrscheinlich nicht so lang. Außer ich mache noch eine Runde, und zwar im Ranked. Vielleicht reg ich mich auf, weil viele stehen irgendwie drauf, dass ich mich so abfacke. Okay, alle Werwölfe sind tot. Ich beschütze mal jetzt 1, unseren Seher. Ja, ich habe eine Normal-Runde gestartet, kein Ranked. Vielleicht mache ich nochmal ein Ranked, gleich eben. Und ja, das sind so eher so meine Wünsche, was jetzt so jetzt
die nächsten, also diesen Monat noch Weihnachtsdingsbums, das Weihnachtsspecial und allem, Adventskalender und was nächstes Jahr so ansteht, so, dass ich da einfach mal vorankomme. So. Alle Werwölfe sind tot. Es sind nur noch Kannibales übrig. Nur noch der Kannibale, nur noch der Solo und ja, dann wär's das. Kannibale sein, also Kani. So, okay, 14 ist Matt, das heißt 7 oder 15 oder 9. Oder 3 lügt. Warte, gibt es überhaupt den Detektiven? Ja, gibt es. Könnte 3 sein, wenn sich niemand anderes meldet. Nein, 15 ist es. Ja, es ist 15. Ja, dann ist es 15. Oh, das war's mit der Runde. Ah, jo, kommt. Spielen wir jetzt eine Ranked. So. Spielen wir jetzt mal ein Ranked. Jetzt bin ich aber auch bei der Sache. Ich habe so ein bisschen über meine Wünsche erzählt. So. Ja. Das ist so das, was ich mir jetzt so vorstelle. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf Werwolf. Die erste Runde gerade war halt nur Aufwärmen. Jetzt gehen wir ans eigene Macht. Und ich bin wieder harter Bursche. Wenn jetzt irgendein Hurensohn wieder meint, mich zu killen, obwohl ich eine gute Rolle habe. Und dann so, ja, du bist suspekt, du bist sus. Welche Nummer bin ich? Ich bin Nummer. Ja, wo bin ich eigentlich? Ich bin 1. So, gehen wir mal auf 6. Protect Nummer 6. So, wenn jetzt jemand sagt, 1 sus, killed one, shoot one. Ich schwöre, ich reporte den Jailer, den Gunner, je nachdem, wer mich killt, und der, der gesagt hat, shoot him. Okay, jetzt machen wir doch RRV. RRV. Nee, nicht RRV. Haben wir jetzt RRV geclaimt. Five Evil. Shoot 5. Haha, IG. Ah, Fool Game, okay, haha.
Okay. Protect Nummer 9. Nee, Protect Nummer 6. Wieder. Weil keiner weiß, wer jetzt Aura ist. Weil 7 sagte, er ist Aura. Shoot 7. Shoot 7. So, Shoot 7. Ja, er schießt 7, weil... Seven ist JWW. So, go seven, go seven. Willkommen zurück. Mein Akku hat gerade den Geist aufgegeben, aber wir sind noch in der Runde. Sie haben 7 doch noch gekillt. Es sind jedoch noch 2 Werwölfe und ein Solo. Nee, ein Werwolf und ein Solo noch übrig. Tja, das ist knapp. Das ist knapp. So. Das bedeutet, 3 könnte jetzt Werwolf sein. Ich meine, 9 könnte jetzt Werwolf sein. 4 ist safe ein Böser gewesen. Das bedeutet, wir könnten jetzt gewinnen, wenn jetzt Dings ist. Das Dorf war diesmal nicht so blöde. Und ja, GG. Mal endlich mal eine Runde gewonnen. Seit keine Ahnung wie lange. Ich hatte das Spiel jetzt 2 Tage oder so nicht mehr angerührt. Und jetzt GG. Einer meiner Wünsche ist wahr geworden. Kein Solo-Game, kein Haha-Game oder halt Fool-Game, also vom Narren, vom Dorftrottel und auch vor allem kein WW-Game. Wir haben gewonnen und vor allem das Dorf war nicht geil, nicht kernbehindert wie die anderen. Boah, hat mich das abgefuckt. Ja, okay, ich verabschiede mich diesmal und wir sehen uns dann. Jo, wir sehen uns dann am Mittwoch. Tiddly!